Auf Fußstreife werden Christian Reuter und Daniel Klattmann Zeuge eines heimtückischen Anschlags. Da drin ist gerade was hochgegangen. Was passiert? Was hochgegangen? Ein Böller, oder? Ich weiß es nicht. Hast du da drin mit einem Böller gespielt, oder was? Nein. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist. Auf einmal war ein Knall und ich bin noch raus. Was hast du denn da jetzt drin? Du warst da ganz normal auf Toilette, oder was? Ja. Till! Was ist denn hier los? Mama. Hallo. Till! Sie wohnen auch hier? Ist das richtig? Ja, super. Und das ist auch Ihr dickste Klo? Ja, richtig. Wir haben einen Rohrbruch unter den Tagen. Was hast du gemacht? Was guckst du da? Wer ist jetzt gerade? Was guckst du da? Was guckt der denn? Er ist jetzt gerade hier aus dem Dixi-Klo rausge... Können wir da mal reingucken oder was finden wir da jetzt vor? Was ist da los? Was hat denn er da geguckt jetzt gerade? Ich hab's nicht gesehen. Sexfilme. Ein Sexfilm? Das ist ein Böller in einem Klopapier, ja. Hast du da drin jetzt nur einen Sexfilm geguckt? Oder hast du da auch mit Feuer und mit einem Böller gespielt oder was? Ich hab da nur diesen Film geguckt. Ist kein Feuerzeug dabei, kippen oder sowas? Nein. Nee, pack mal alles aus, was du... Pack mal alles aus, was hast du? Ein bisschen die Hand vom Sturz gerade. Also du hast jetzt, pass auf, ganz kurz, du hast da drin gesessen, ja. Hast dir den Film angeguckt und keine Ahnung was? Explodiert doch nicht selber. Und dann, wo hat er denn geklappt? Da ist was. Wo ist was? Da ist eine Schnur. Innen hast du dir mal angeguckt, ne? Ja, das wird so eine Zündschnur. Das wird so eine. Hast du irgendeinen Kumpel noch dabei gehabt oder der dich hier flachsen wollte? Tiet, was ist denn jetzt hier los? Das wird bestimmt meine Schwester gewesen sein. Weil ich ihr die 50 Euro noch geklaut habe vom Schreibtisch. Ja, da muss ja noch ein Böller drin sein, das ich gegeben habe. Wo geht denn die Zündschnur hin? Das muss ja irgendwer... Die Frage ist, wer weiß, dass du da reingehst? Wo ist deine Schwester denn? Ich weiß es nicht. Drin. Oder also, die muss... Nee, die muss nur in der Schule sein. Wer ist denn... Also Sie sind jetzt die Bewohner des Hauses. Richtig. Sie sind Mutter, Sie sind Sohn. Richtig. Wen haben wir noch? Tochter? Meine Tochter und mein Mann, die sind aber beide nicht zu Hause. Also, meine Tochter müsste noch in der Uni sein und mein Mann ist noch arbeiten. Gut, und warum sind die überhaupt Dixi-Klo? Warum, wir haben Wasserrohrbruch. Wir haben vor 14 Tagen Wasserrohrbruch gehabt und ein Bekannter von uns, der Klempner, der repariert das gerade alles. Und der ist nicht hier? Der müsste noch arbeiten. Also Sie beide und Klempner. Und du bist da reingegangen, weil du jetzt tatsächlich deinen Notruf verrichten wolltest oder wolltest du nur das Filmchen in Ruhe gucken? Ja, jetzt sag die Wahrheit. Ich wollte den Film gucken. Ja gut, dann ist ja jetzt nichts Verwerfliches. So. Passiert aber wo halt. Geht das denn hin? Das muss ja noch weitergehen. Ja, gehen wir doch mal da hinten in den Garten. Die Polizisten folgen der Zündschnur. An deren Ende stoßen sie auf ein Feuerzeug, das die Mutter des Opfers zweifelsfrei identifiziert. Das ist das vom Klempner, das Feuerzeug, oder was? Feuerzeug. Aber der Klempner, warum sollte der Klempner das machen? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja noch nicht. Das müssen Sie mir ja sagen. Oder der Klempner halt. Wenn so, wir den jetzt wo ist finden. Der Klempner im Haus, oder was? Ich denke, der ist ja, dann im Haus. Ja, dann gehen wir mal ins Haus dann. Die Beamten wollen umgehend den Handwerker vernehmen. Doch zunächst treffen sie in dem Haus auf eine andere Person. Und die ist nur spärlich bekleidet. Maya! Hier sind nur nackte Leute. Ich komme gerade aus der Dusche. Maya! Hallo! Oh, warte mal, weg! Bleib stehen! So, komm. Komm rein. Was ist denn los hier? Da kommt der Klempner. Hier, geh mal. Ja, Herr Klempner, rein einmal. Ja, Erik, ne, war richtig. Ja, ich bin Erik. So, Familienname. Was ist hier los? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich hab gar nichts. Wonach sieht's denn? Ich glaube, das machen wir besser drin. Ja, ne? Oder geh mal rein hier. Anziehen? Tochter rein. Ja, können Sie am besten drinnen. Was ist hier los? Was hat er dir getan? Ich hab ihr gar nichts angetan. Jetzt geht das Gekeif hier wieder los. Wie sehe ich denn aus? So, jetzt einmal Ruhe. Ja, genau. Ziehen Sie sich jetzt mal was an. Und jetzt beruhigen Sie sich erstmal, okay? Wir versuchen das hier jetzt alles aufzudröseln. Ja, wonach sieht das denn jetzt aus, ganz ehrlich? Ja, das sieht nicht so aus, als wenn sie da keinen Spaß dran gehabt hätte. Sehe ich schon richtig. Also, du hast nichts gemacht, nein, ich darf ja du das sagen. Ist auf, ja, das ist du hast nichts gemacht, was gegen deinen Willen war. Nein, auf, Leute. Nein. So. Ich würde dir nie was antun. Ja. So, was geht soll darum, das? Dass ihr Bruder, der hat in eurem Toilettenhäuschen gesessen. Böller. Und da ist wohl ein Böller losgegangen. Und wir haben aber wohl ganz ihr Feuerzeug gefunden. Draußen. Ganz witzig. Mein Feuerzeug, ja, um. Das lag hier im Garten. Vorne Zündschnur. Ruhe. Das lag im Garten. Die Frage ist jetzt, haben Sie damit was zu tun? Nein, ich habe damit gar nichts zu tun. Also, Sie haben die ganze Zeit hier im Wohnzimmer sich vergnügt mit der Tochter. Ja, wir. Ja.
Ja, wie haben lange Sie? Geht das gut. Denn schon? Können Sie sich denn vorstellen, dass... Ist das wichtig? Ja. Weil die Toilette wird ja auch von Ihnen benutzt, denke ich mal, ne? Ja. Können Sie sich vorstellen, dass Ihnen irgendeiner da einen Scherz... Weil unter Handwerkern ist das ja schon mal so, ne? Das ist aber ein ziemlich blöder Scherz, oder? Wow. Ja, ich bin ja hier alleine. Sie können sich ja nichts von... Gut. Nein. Kannst du dir irgendwas vorstellen, ob das irgendeinen... Nicht, hast du deinen Bruder da irgendwie, weil er hat ja gesagt, 50 Euro. Du hast doch wohl einen Knall, oder? Du bist doch derjenige, der immer hingeht und die Streiche spielt. Jetzt ja, soll ich dir einen Böller, jetzt mal ganz ehrlich, ich hab dich also nicht nötig. Ich hab dir doch die 50 Euro geklaut, also musst du dich doch rechnen. Ja, deswegen ganz klar. Hast du mit meiner Tochter gemacht? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist doch überhaupt nicht passiert. Karl, das ist mein Haus hier. Ja, schön für Sie. Ganz ruhig bleiben. Was soll das bedeuten? Der versteht sich mit ihrer Tochter ganz gut. Karl, Erik. Ihre Tochter ist ja, glaube ich, auch alt genug, oder? Erik und Maya, ganz ruhig bleiben. Erik und Maya, wie siehst denn du aus? So, ganz kurz. Ja, draußen ist halt. Hören Sie mir zu. Ihre Tochter und ihr Handwerker, die verstehen sich gut. Da ist überhaupt nichts passiert. Verstehen sich gut? So, entscheidend ist. Ja, hören Sie mir zu. Jetzt reg dich nicht so auf. Entscheidend ist, ihrem Sohn. Kind. Ihr Sohn war hier in diesem Klo. Und da ist wohl ein Böller hochgegangen. Was hast du? Jetzt sehe ich aber gerade und frage Sie. Wieso sehen Sie so aus, wie Sie aussehen? Karl. Papa, warst du das? Bleib ruhig. Mit stilles. Karl! Haben Sie da eine Böller losgelassen, was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Es tut mir echt leid. Hat's dich erwischt. Pass auf, ganz kurz. Sie müssen. Das war so nicht vorgesehen, mein Gott. Sie müssen nichts. Ihn wollte ich erwischen. Da, den da. Keine Chance, ihn zu belehren. Du hast in letzter Zeit dich ständig mit ihm unterhalten, warst ständig an ihm dran, hast dich auf einmal immer aufreizender angezogen. Mein Gott, da habe ich halt gedacht, dass ihr beide was miteinander habt. Und ihm wollte ich als kleinen Dämpfer verpassen. Ich weiß, für wen ich das alles mache. Bitte? Frag dich mal, für wen ich das mache. Mit wem bin ich denn verheiratet? Sag mal, tickst du noch sauber? Du kannst doch nicht unseren Sohn in die Luft jagen. Das tut mir so leid. Es bleibt trotzdem bei einer gefährlichen Körperverletzung, die wir zur Anzeige bringen. Hast du dir was getan, Junge? Er braucht keinen Arzt. Ich weiß noch, ob er noch einen Knalltrauma kriegt heute Abend. Das kommt ja, kann ja auch schon mal sein, dass etwas später kommt. Ach, es geht dazu. Wir nehmen mal die Personalien auf und dann... Hier ist aber jetzt Ruhe, ne? Also dass sich Ihre Tochter und Ihr Handwerker da gut verstehen, das ist nun mal, das gehört zu mir. Die sind beide alt genug, ne? Wir haben uns ineinander verliebt. Ist so. Das müssen Sie wohl zugeben. Ich habe nicht gedacht, dass meine Tochter mit einer 20 Jahre älter ist. Das ist ja schon aber ein bisschen... Papa, ich hab mich in die Kümmer du dich mal um deine Baustellen da. Genau, sieht's aus. Wie gesagt, wir gehen kurz raus, wir nehmen dann alles auf und dann ist hier Ruhe, ne? So, kommen Sie mal mit. Tut mir leid. Strafrechtlich sieht das so aus, dass hier eine Körperverletzung stattgefunden hat, mittels einem gefährlichen Gegenstand. Da spricht man dann von einer Qualifizierung, das ist eine gefährliche Körperverletzung, wo sich der Täter natürlich für verantworten muss. Was war das denn wieder für eine Scheiße? Ja. Der, ich fand, der Klempner hat mich an so ein Porno aus der 70er Jahre erinnert. Ja, passte, ne?